Im Zuge des Handelsstreits mit den USA sind sie kräftig unter Druck geraten. Die China-Aktien. Ist vielleicht genau jetzt die Gelegenheit gekommen, um die Highflyer der letzten Jahre günstig einzukaufen? Das besprechen wir in diesem Video. Los geht's! Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Gut ist ein Stichwort. Ich habe mich nämlich nicht hier an den Tresen gestellt, um besser auf euch hinabschauen zu können, sondern weil es stehend momentan sehr viel besser geht als sitzend oder liegend. Der Rücken zwickt ein klein wenig. Darum soll es aber heute nicht gehen. Stört euch also bitte nicht an dieser Kameraposition. Wird vielleicht die nächsten 2-3 Videos noch sein und dann werde ich mich auch wieder hinsetzen. So, sprechen wir also über China-Aktien. Und wenn wir das tun, dann müssen wir zwangsläufig über den Handelskonflikt oder sollen wir vielleicht sogar so einen Handelskrieg sagen. Die Eskalation schreitet voran. Das könnte man selbstverständlich als Kriterium nehmen, um zu sagen, jetzt darf ich auf keinen Fall China-Aktien kaufen. Schließlich sind sich die beiden Parteien ja mehr als, stehen sich doch mit ziemlich frontalen und diametralen Forderungen gegenüber. Also da geht es kräftig zur Sache. Gestern hat übrigens auch die EU wieder ihr Fett wegbekommen, indem Donald Trump in seiner nuancierten Art und Weise formuliert hat, die EU sei fast noch schlimmer als China. So, das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Wenn ich aber über Eskalation spreche, dann spreche ich über die Art und Weise, wie Donald Trump nun mal Verhandlungen führt. Das war übrigens auch schon so, bevor er der Präsident wurde. Es ist also absehbar gewesen, was uns dort erwartet. Aber und da darf man sich auch keine Illusion hingeben oder sollte auch nicht zu schwarz sehen, um es mal so zu formulieren. Auch Donald Trump möchte am Ende Lösungen. Donald Trump sieht sich selbst als den klassischen Dealmaker. Und wie macht man einen Deal? Man fordert, man fordert, man fordert, man flucht, man beleidigt, man macht den Gegenüber schlecht. Und am Ende sagt man Handshake und siehst du, da haben wir doch ein schönes Ergebnis gefunden. Donald Trump nimmt es nicht persönlich. Vermutlich erwartet er auch vom Rest der Welt, dass sie auch nicht persönlich nehmen, was er da über Twitter so raushaut. So ist nun mal seine Art der Verhandlungsführung und deswegen kann genau jetzt durchaus, können wir schon kurz vor Ende dieser Eskalation stehen. Es kann auch noch 1 oder 2 Stufen weitergehen. Wer weiß das schon so genau? Das ist so ähnlich wie bei einem Crash am Aktienmarkt. Wann der Boden tatsächlich erreicht ist, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Was man allerdings weiß, wenn man in einer späten Phase des Crash oder der, sagen wir, sehr schweren Marktkorrektur kauft, dann ist das in der Vergangenheit lohnenswert gewesen. Wenn wir also jetzt über China-Aktien sprechen, und man stellt sich vor, man könnte beispielsweise eine Tencent, schaut euch mal den Chart an, ja, es gab natürlich ein chinesischer Aktienwert, es gab natürlich eine deutliche Korrektur, ihr seht aber auch langfristig ist der Aufwärtstrend intakt. Oder eine Alibaba, auch der Aufwärtstrend ist eindeutig trotz der schwachen letzten Wochen noch intakt. Oder hier einer unserer Favoriten, die JD.com, ist ja noch keine so lange Historie an der Börse. Man sieht aber auch, die handelt noch oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke, die ich da eingezeichnet habe. Übrigens hat sich gerade Alphabet, also ehemals Google, bei JD.com mit eingekauft, wie zuvor ja auch schon mit einem wesentlich größeren Anteil Walmart. Wir sind also nicht die einzigen bei den Renditespezialisten, die JD.com für ein ganz passables Investment halten. Wobei, und das möchte ich hier auch ganz klar erwähnen, mit allen Risiken. Ja, das Unternehmen ist noch relativ jung, hat, und das ist etwas, was Amazon ja immer haben wollte, hat eine eigene Logistiksparte. Aber selbstverständlich gibt es rund um China Risiken. Wenn wir also hier über die Chancen sprechen, dann geht es nicht darum, dass es hier um ein Witwen- und Waisenpapier geht, das man kauft und dann nie wieder ansieht. Also diese Aktien werden volatil bleiben. Das müsst ihr bitte in diese Werte unter Beobachtung lassen. Gar keine Frage. Nicht einfach kaufen und dann nie wieder ansehen. Im Übrigen, worauf es zu achten gilt bei chinesischen Aktien, nicht nur bei den 3 genannten, und hier möchte ich nochmal erwähnen, es ist keine Kaufempfehlung, also Alibaba und Tencent finde ich auch interessant, aber teuer momentan, noch immer teuer, JD.com finde ich etwas interessanter. Wer aber generell sagen möchte, ich weiß nicht genau, wie kann ich mich denn den China-Aktien nähern,
Für den habe ich den Tipp hier unten für den Report eintragen. Ich blende euch hier mal eine Überschrift ein. Schon im März 2017 habe ich darüber gesprochen, was man bei China-Aktien beachten sollte. Und wenn ihr die Charts nochmal euch in Erinnerung ruft, das war kein verkehrter Hinweis. Also hier unten könnt ihr euch für diesen Report absolut kostenlos eintragen. Wenn ihr ihn nicht mehr haben wollt, könnt ihr euch genauso leicht wieder austragen. Versprochen. Kommen wir also zurück zu den China-Aktien und zu Donald Trump. Die Eskalation schreitet voran und es ist durchaus möglich, dass es noch ein oder zwei Stufen weitergeht. Aber wir nähern uns dem Ende, so rum, aus meiner Sicht. Ob das in zwei Wochen oder in zwei Monaten wird, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, das Gröbste könnten wir hinter uns haben. Nochmal, Donald Trump ist ein Dealmaker. Und momentan werden keine Deals gemacht. Momentan sind wir noch in der ähnlichen Phase wie bei Nordkorea, wo es hieß, wir sind eine Atommacht, wir werden euch zeigen, wo es lang geht. Notfalls wird Nordkorea dem Erdboden gleich gemacht. Und sein Gegenüber, der ihm charakterlich ja irgendwie sogar ähnlich zu sein scheint, hat ähnlich formuliert. Tja, und dann dauerte es 7 Tage und man hat einen Termin gemacht. Ganz davon ab, dass es nun wieder neue Vorwürfe gibt Richtung Nordkorea. Die würden nun geheim weiterarbeiten. Aber davon mal ab, das ist nun mal die Art und Weise, wie Donald Trump Deals macht. Und so geht er auch mit China um. Und ich glaube, so ist am Ende tatsächlich aus Donald Trump immer ein Ergebnis zu erzielen. Bei dem, und das ist ihm sicherlich genauso wichtig, bei dem er sagen kann, I told you. Also die Art und Weise, wie Donald Trump an die Dinge herangeht, ist für uns fremd. Führt aber in der Praxis dann tatsächlich häufig zu Ergebnissen, die, und das ist ja immer ganz wichtig, wenn wir von der Hochpolitik sprechen, die für beide Seiten die Chance ergibt, das Gesicht zu wahren. Und wenn wir beispielsweise darüber sprechen, dass Donald Trump auch die EU attackiert, dass er beispielsweise sagt, die EU sei schlimmer als China, so wie am letzten Wochenende, dann ist das seine Art und Weise, darauf einzugehen, dass er findet, die EU exportiert zu viele Autos in die USA. Das ist der Exportartikel schlechthin. Ja, und andersrum importieren wir keine US-Autos. Das wiederum liegt, wenn man sich mal diese Autos anschaut, vermutlich nicht daran, dass wir mit Produkten aus den USA nichts anfangen können, denn Harley-Davidson oder, weiß ich nicht, Levi's oder Ähnliches, die lassen sich hier durchaus verkaufen, aber die Autos aus den USA sind eben technisch und optisch, soweit ich das als Laie beurteilen kann, hinken die einfach eine Stufe hinterher. Das ist aber ein anderes Thema. Es kommt Donald Trump einfach darauf an, dass er eine Chancengleichheit schaffen kann. Das hat er seinen Wählern versprochen und bisher, tja, immerhin das muss man ihm lassen, arbeitet er sein Wahlprogramm ja Punkt für Punkt ab. Und jetzt sind eben Zölle dran. Das wird uns noch ein, zwei Monate beschäftigen. Und dann, da bin ich mir relativ sicher, dann wird, wie die Kompromisse auch aussehen, denn beide Seiten, alle Seiten wissen, wenn es tatsächlich einen auflebenden Protektionismus irgendwelcher Art gibt, dann werden darunter alle leiden. Und ich glaube, das weiß auch Donald Trump, dass es ein Ergebnis geben muss. Ich habe gerade übrigens noch in einem Artikel gelesen, dass Donald Trump beim Immobilienverkauf folgendermaßen losgeht. Er lässt die Immobilie, er lässt eine Standortanalyse machen, dann lässt er eine ganz klassische Kennzahlenanalyse machen, dann guckt er, wie ähnliche Objekte an ähnlichen Standorten verkauft werden und so weiter. Also er schaut sich 4, 5 Methoden an und dann guckt er einfach, welche Methode ist die, die hier an diesem Standort zum besten Ergebnis führen würde. Das nimmt er und alle anderen Fakten blendet er einfach aus, konzentriert sich voll auf dieses eine Verkaufsargument und so geht er letztendlich auch mit politischen Partnern um. Ja, es gibt ja durchaus Menschen, die finden das erfrischend. Für mich ist das schon ein klein wenig abschreckend, weil ich mir immer denke, wenn wir über Zölle sprechen, ist das ja noch eine Sache. Ich hoffe aber mal nicht, es wird irgendwann mal ernst die Lage und man muss über militärische Dinge sprechen oder militärische Kooperation. Da habe ich halt Sorge, dass er dann überreagiert, aber bisher hat er das ja nicht getan. Also, China-Aktien könnten durchaus eine Kaufgelegenheit jetzt sein, bei aller gebotenen Vorsicht.
Wenn man als aktiver Anleger sagt, ich bin in diesem Sektor noch gar nicht informiert, dann, investiert, meine stehende Position scheint ein klein wenig auch auf mich abzufärben. Wenn man sagt, ich bin noch gar nicht investiert, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in ETFs, in Branchen-ETFs zu investieren. Das wäre dann eine marktbreite Lösung. Eine noch marktbreitere Lösung wäre beispielsweise ein Investment in den MSCI Emerging Markets. Denn auch die Emerging Markets werden dominiert von China-Aktien. Oder man geht auf Einzelinvestments. Dann allerdings muss man sich wirklich, wirklich gut auskennen in der Materie und insbesondere darauf achten, dass, wenn man diese Aktien kauft, man eine marktbreite Diversifizierung hat. Ja, das ist wirklich wichtig. Dann nicht nur China-Aktien kaufen, sondern selbstverständlich gerade die riskanten Positionen eher als Beimischung betrachten. Alles andere wäre Harakiri, und gerade in einer solchen Marktphase kann es ja auch Sinn machen, seinen Kauf in Tranchen zu stückeln. Also, ich habe es gesagt, die Eskalation mit China ist recht weit fortgeschritten. Die mit der EU, habe ich den Eindruck, die kommt als nächstes. Also erstmal wird China abgefrühstückt und dann wird EU zu Ende gebracht. Aber auch das erwarte ich eigentlich noch für das Jahr 2018. Dann sollte die Belastung aus diesem Bereich nachlassen. Also warum nicht sagen, man kauft jetzt eine Tranche. Man kauft möglicherweise, wenn die Nacht nochmal etwas dunkler wird, eine nächste Tranche. Und dann, wenn die Zeichen der Entspannung gekommen sind, wenn sich also die Aktien bereits anfangen zu erholen, die dritte Tranche. Das wäre ein logisches Vorgehen. Dann hat man den Timing-Aspekt ein klein wenig rausgenommen. Und zum Schluss nochmal der Hinweis: China-Aktien ist nur ein Thema von vielen, die in dem Report von mir besprochen werden. Ja, den Link blende ich euch hier unten nochmal ein, denn gerade in diesen Zeiten ist es ja, ja, durchaus notwendig, auch schneller mal auf gewisse Themen zu reagieren. Das mache ich in diesem Report. Das geht dann dort noch etwas ausführlicher und detaillierter, als das hier in Videoformat der Fall ist. So, das war's für heute. Jetzt würde mich eure Meinung zu den China-Aktien interessieren. Seid ihr schon investiert? Wart ihr investiert und seid rechtzeitig rausgekommen? Wollt ihr noch investieren? Lasst es mich hören und dann sprechen wir darüber. Macht's gut, bis dann und ciao.